Also, wann? Ja, Häppchen konnte immer noch zu sich gehen. Du kannst auch deine Wohnung noch ein bisschen behalten. Nein. Du verstehst mich nicht. Und ich dachte, sie könnten mich nicht leiden. Ist doch Unsinn. Ich mag dich. Doch, ich mag sie sehr. Ich mag sie auch. Es tut mir leid, dass du warten musstest. War das sehr interessant. Es ist schön, dass du gekommen bist. Du möchtest wirklich nicht auf ein Segelboot? Wirklich nicht? Kannst du mit mir? Hallo, Doktor. Na, wieder unter den Lebenden? Mann. Hätte es nicht tun sollen. Na, was haben Sie denn getan? Im Spiegel gesehen. Dass ich an meinem Geburtstag entsprechend älter werde, war mir klar, aber gleich so viel. Kokettieren Sie nicht mit Ihrem Alter, Doktor. Das hat damit gar nichts zu tun. Haarwurzelbeschwerden, die kommen ganz woanders her. Setzen Sie sich doch, Frühstück ist gleich soweit. Nein, nein, lassen Sie mich ruhig noch ein Weilchen stehen. Wenn ich mich nämlich bewege... Sie sehen aus wie der junge Morgen. Wie machen Sie das? Tanzen, Doktor, die ganze Nacht tanzen. Ja. Sie und Alexander, Sie haben ja die ganze Zeit mit Ole Peters und Herr Laban gesessen. Das wird Sie wieder auf die Beine bringen. Na? Sie haben sich ja noch ganz tapfer gehalten. Aber Alexander... Ja, aber auf eine genaue Definition des Wörtchens Tapferkeit möchte ich doch lieber verzichten. Ach ja? Wirklich? Ja. Naja, wenn auch das halbe Dorf anrückt. Ja, das halbe Dorf. Ja. Am Abwasch sieht man's. Naja, das ist bei uns so üblich. Ne? Alles eine große Familie. Frau Passler kommt nachher rüber und hilft mir. So? Ja. Das haben Sie schon organisiert? Aber nein, das hat sie von sich aus angeboten. Sagen Sie mal, Viktoria, wollen Sie nicht doch noch umsatteln? Von der stomatologischen Schwester zur Veterinär? Was ist denn? Ja, ich bilde Sie in ganz kurzer Zeit aus. Ja? Was muss ich denn da hören, Oswald? Ja? Morgen, mein Schatz. Wieder mal ein untauglicher Abwerbungsversuch, hä? Was soll denn das sein? Das sollen wir zu uns nehmen, sagt Victoria. Oh, zu uns nehmen? Du sprichst ja heute so fein, Oswald. Ach ja, richtig. Bis seit heute Nacht bist du ja ein Jahr älter geworden. Also los, wenn ihr das geschluckt habt, dann schmeckt das Frühstück umso besser. Ja? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Ach, Hilfe! Was ist denn da drin? Das ist so eine Art Cocktail. Mit der winzigen Prise Dynamit. Aber ist ja nicht übel. Ist ja nicht übel. Also los jetzt. Rein ins Zimmer. Oh, Warte mal, ja. Gib mal her, danke. So, na nun, aber los. Ran ins Frühstück. Wie schlief es sich denn so, Mutterseelenallein, Häppchen? Gut. Naja, so allein war es ja nicht. Naja, schön und gut. Aber es ist doch nett von Frau Passlack, Häppchen aufzunehmen, nicht wahr? Ja, hier hätte sie ja auch wohl kaum Ruhe gefunden. Das. Willst du damit etwa zart andeuten, ich hätte geschnarcht? Geschnarcht?
Erst hast du sorgsam und mit Bedacht unter den einschlägigen Holzsorten gesucht. Und dann hast du dich für Hartholz entschieden. So, naja, deshalb tun mir auch heute alle Knochen weh. Ich habe seitdem kein Auge mehr zugetan. Ja, also wir haben es uns noch gemütlich gemacht. Ja? Und haben uns mal so richtig von Frau zu Frau unterhalten. Ah, über uns. Ich hätte so gern so ein Brötchen. Ja, bitte. Dankeschön. Du auch? Nein. Übrigens, Oswald, auf Olli Peters und Laban hast du ja einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Ja, freut mich. Naja, sie haben ja den Bus dann noch erreicht. Ja, ich habe sie ja selber reingesetzt. Natürlich, wir haben sie ja zusammen reingesetzt. Nicht wir. Ich habe sie reingesetzt. Ja, wieso war ich da nicht mehr dabei? Du warst schon längere Zeit nicht mehr dabei, wenn du es genau wissen musst. Ja? Ja, da muss ja ganz schön noch was los gewesen sein. Naja. Männer unter sich, hm? Wird er ja wohl verkauft haben. Der Ole, die Arkona. Was dreint, hey du? Sie ist wohl weg, die Arkona. So. Aber gut sah sie aus unter Segel. Hä? Unter die Segel? Nee, das gibt kein Nebel. Abwasch lohnt sich. Wir würden ja gerne behilflich sein. Na, streichen wir mal das gern. Aber das Angebot ist ernst gemeint. Wie finden Sie das? Ich würde sagen, das versuchen wir ein andermal, wenn wir mehr Zeit dazu haben. Außerdem ist hier gar kein Platz. Na, wir können hier doch nicht einfach rumstehen und zusehen, wie Sie arbeiten. Bewegung an der frischen Luft soll sehr gesund sein. Besonders nach so einer Feier. Schon überredet. Komm, Oswald. Die Damen wollen unter sich sein. Na, Steffi? Haben Sie sich nur durchgerungen, ein paar Tage Urlaub zu machen? Ich weiß noch nicht. Es ist die dümmste Zeit für eine LPG-Vorsitzende, jetzt Urlaub zu machen. Da würde mir Frau Paslack schon gefallen. Mir gefällt sie. Und was willst du jetzt von mir hören? Na, was denn wohl? Ob du es ernst meinst, natürlich. Du, Alter, ich wünsche dir von Herzen, dass du spät, aber doch nicht zu spät, unter die Haube kommst. Hm. Was nützt es mir, ob ich es ernst meine oder nicht? Na, siehst du, da kannst du von mir noch was lernen. Da musst du spontan handeln. Na, weißt du, das ist ein bisschen kitzelig. Bei deinen spontanen Aktionen, da kommt meist was Seltsames raus. Ja. Meinst du das so allgemein oder was Bestimmtes? Oh, du stell dich doch nicht so unwissend an. Wir können es schriftlich machen, wenn du es verlangst, aber ich sage dir nochmal, es ist nicht nötig. Was ist denn das für ein dummes Gerede? Schriftlich machen, nicht nötig. Nur weil du gestern Nacht so halsstarrig warst. Ich höre dich noch. Oswald, morgen machen wir das schriftlich. Ganz exakt, mit Zins und Zinseszins. Was ist denn das für ein dummes Gerede? Ja, sag mal, erinnerst du dich wirklich nicht mehr daran, dass du dir heute Nacht von mir Geld geliehen hast? Eine gehörige Summe übrigens. Warum soll ich mir von dir Geld borgen? Ich habe ja selber welches. Nicht mehr. Und warum habe ich keines mehr? Du hast sie heute Nacht gekauft. Hm. Die Arkona. Hm. Ha, 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 ha.
Auf den Arm nehmen kann ich mich alleine. Freilich die Arkona gekauft. Sag mal, ist das dein Ernst? Ja. Oswald, ich muss dir was gestehen. Vom gestrigen Abend fehlt mir die ganze Rolle Film. Also nicht nur unterbelichtet, sondern schlicht abhanden gekommen. Völlig. Völlig. Ja, was bedeutet denn das für mich? Du bist über Nacht Kapitän geworden. Na, das geht. Vor 2 Jahren habe ich mir ja eine Kapitänsmütze gekauft. Aye, aye, Sir. Was hat dein Häppchen dazu gesagt? Nichts, wenn du ihr nichts gesagt hast. Ja, wann denn? Na, dann überleg mal, was du ihr sagst. Na, nichts, logischerweise. Das wird auf die Dauer nicht gehen. Oswald, ich kann dir doch nicht sagen, dass aus der Kuba-Reise fürs Nächste nichts wird. Tja. Häppchen muss man überraschen. Die Arkona, das Schiff, wird sie überzeugen. Ja, sie wird meine Yacht bewundern und dann wird sie mir Verdankbarkeit um den Hals fallen. Ja. Glaubst du? Ja. Du übrigens auch. Ich? Warum? Na, weil du mit uns einen fabelhaften Kurzurlaub auf der Arkona machen wirst. Dein Plan mit Häppchen wird nicht gelingen. Da musst du erst recht mitkommen, Oswald. Womit habe ich das verdient? Du bist eben mein bester Freund. Ich meine doch, dass das Schicksal so grausam zuschlägt. Schicksal ja, aber nicht grausam, sondern glücklich. Ich werde dich zu einem glücklichen Menschen machen. Du bist mir nicht schön genug. Ach, jetzt nörgel doch nicht an mir herum. Dabei solltest du in mir den Gott Amor sehen. Ach ja, wo hast du Pfeil und Bogen? Na, dafür musst du schon selber sorgen, nicht wahr? Ich meine, zugegeben, meine Idee mit der Kutschfahrt ins Theater, das war nicht gerade von Erfolg gekrönt. Aha. Aber jetzt, in romantischer Umgebung, ohne jede Möglichkeit, ein Taxi zu bekommen und dich stehen zu lassen. Alex. Ja. Sie kommt mit uns mit auf die Arkona. Alex, das hört sich doch an wie eine Schüler- oder Studentenidee. Aus dem Alter sind wir doch voll raus. Quatsch. Frauen wollen, dass Männer Initiative zeigen. Hast du da nicht bemerkt, wie sie dich manchmal ansieht? Ja? Natürlich, bei so einer Frau kann man das nicht einfach so plump geradeaus angehen. Alex, ich bin für sowas ungeeignet. Na eben. Hat sie nicht gestern Abend noch gesagt, dass ihr Arzt ihr einen dringenden Urlaub empfohlen hat? Und Ole muss ihr bei dem Geschäft für ein paar Tage ein Hotelzimmer ganz in der Nähe besorgen. Der kennt ja da Hinz und Kunz. Und um das Maß meiner Güte voll zu machen, rufe ich deine Angebetete an und sage ihr, dass ich durch Zufall ein frei gewordenes Zimmer in Bereitschaft habe. Ja, na dann brauchst du sie ja bloß noch mit deinem Wagen mitzunehmen und hast du ja Stunden Zeit, den Rest mit ihr klarzumachen. Alex, ja, das ist... So machen wir das. Wittkugel, guten Tag, Frau Paslak. Neulich auf der Geburtstagsfeier bei Dr. Baumann, da haben Sie mir erzählt, dass Ihr Arzt Ihnen dringend einen Urlaub empfohlen hat. Jetzt habe ich von einem Freund eben mein Einzelzimmer in einem Hotel in Warnemünde angeboten bekommen. Das geht ja für mich nicht. Ich meine, was soll ich mit einem Einzelzimmer? Und wir haben auch schon etwas anderes vor. Und deshalb möchte ich diese Chance für einen Kurzurlaub an Sie weiterreichen. Das ist ja sehr freundlich von Ihnen, Dr. Wittkugel. Ich danke Ihnen sehr. Doch ich glaube, ich kann jetzt nicht weg. Wann wäre denn das? Das wäre am kommenden Wochenende. Leider nur 3 Tage. Aber nur ein Arbeitstag. Das können Sie doch sicherlich einrichten, wenn Sie wollen. Stellen Sie sich doch einfach die Ostsee vor. Wind und Wellen und, na, und Ruhe. Naja, reizen würde mich das schon. Also gut, ich werde mir es überlegen. Vorerst herzlichen Dank. Ich melde mich noch. Ja, und grüßen Sie Victoria von mir. Wiedersehen, Dr. Wittkugel. Ja, auf Wiedersehen, Frau Passler. Na, also. War der Martin Opitz nicht herrlich mit seinem Kuchen? Ja, sicher. Häppchen, komm, setz dich mal. Na, nun setz dich schon. Wir fahren an die Ostsee. Oh, wann? Am nächsten Wochenende bis Montagabend. Aber wir haben doch Sprechstunden. Ja, das regle ich mit dem Oberarzt. Aber alles andere bleibt vorläufig mein Geheimnis. Nur eins sollst du wissen, dass an der Ostsee eine große, wunderbare Überraschung auf dich wartet. Oh, Alexander. Nein. Mehr wird nicht verraten. Mhm.
Ole? Ja, was ist denn, Jens? War ein schönen Abend bei dem Viehdoktor, ne? Ja, und für unseren Alex hätte sich das schon gelohnt. Und nicht bloß für Alex. Für die hätte sich das ja auch ganz schön lohnt, ne? Jens, über Geschäfte redet man nicht. Der Ole schrubbt seinen Kahn, als wollte den Fischgeruch von all seinen Fängen aus dem Holz kriegen. Was hat er gesagt? Der Kahn stinkt. Nee, den hat Wilhelm Pagels doch noch gebaut. Der sinkt nicht. Von Freitag bis Montag. Ja. Ich glaube, das kann ich genehmigen. Ich habe Sie noch nie mit so spontanen Urlaubswünschen überfallen. Und das hat sich so über Nacht ergeben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, wenn es nicht geht, dann geht die Arbeit natürlich vor. Berechtigte Wünsche haben bei mir immer ein offenes Ohr gefunden, das wissen Sie ganz genau. Zumal ja der junge Dr. Frankfurter dadurch auch Gelegenheit bekommt, mal Ihren Arbeitsplatz kennenzulernen. Wie Sie meinen, dass... Sie meinen, dass dieser junge Mensch... Es war doch Ihr eigener Vorschlag, dass Ihnen, Zitat, mal einer vielleicht sogar im Spätdienst hilft, Zitat Ende. Ja, ja. Genau, genau. Würden Sie ihn denn in eine zweite Schicht nehmen? Ich meine, wenn er Sie von seiner Qualität überzeugt. Also was diese zweite Schicht angeht? Da begrüße ich Ihren Vorschlag sehr. Das ist eine blendende Idee. Mein Vorschlag? Ja, sicher. So, nun stehe ich zu Ihrer Verfügung. Alles erledigt. Alles. Jetzt muss die LPG mal ohne mich auskommen. Und? Freuen Sie sich auf Ihren Urlaub? Ja, immer. Mir fällt es nicht ganz leicht. Wir glauben doch, alles bricht zusammen, wenn wir mal den Rücken drehen. Ja, tja, so ist es. Sie haben doch noch etwas auf der Seele. Ich? Ja. Ja, können Sie mit dem Computer, in dem Sie unter anderem alle Rinder der Genossenschaft mit Ihren Einstallungen haben, auch eine Maul- und Klauenseuche-Situation simulieren? Dr. Baumann, jagen Sie mir keinen Schreck ein. Ich rühre keinen Fuß aus diesem Ort. Sie fragen doch nicht ohne Grund. Nein, keine unnötige Aufregung. Es gibt keinen Fall. Aber man sollte mal überprüfen, ob unsere Maßnahmepläne noch stimmen. Ich sehe, Sie werden sich mit dem Computer doch noch anfreunden. Sie machen mir Mut zu einer zweiten Frage. Seien Sie doch nicht so förmlich. Es gibt doch zwei Möglichkeiten, um an Ihren Urlaubsort zu gelangen, nicht wahr? Ich meine, mit der Eisenbahn oder mit dem Auto. Ja, und? Ja, ich meine, mit meinem Auto. Und die Frage? Ich mache zufällig auch ein paar Tage Urlaub. Ganz zufällig ganz in der Nähe. Ja, und ich finde, es wäre ganz schön, wenn wir die Frage der Maßnahmepläne während der Fahrt in meinem Lader... Wenn Sie mich damit einladen wollen, bei Ihnen mitzufahren, nehme ich gerne an. Ja? Es ist mir sehr angenehm. Oh, da bin ich aber froh. Ja, guten Tag. In Ordnung? Ja, ich weiß auch nicht. Er zieht nicht so richtig. Ja, vielleicht könntest du mal nachsehen, Oswald. Ich meine, du verstehst ja mehr von der Sache. Hast du einen Kerzenschlüssel? Natürlich habe ich einen Kerl. Aber die Damen könnten doch vielleicht einen Kaffee trinken gehen. Hier ist ein nettes, reizendes Restaurant in der Nähe. Wird ja nicht lange dauern. Und dann kommen wir nach. Ja, das ist eine gute Idee. Na, hoffentlich ist es nicht schlimm. Es kann natürlich auch am Vergaser liegen. Geht dir? Verschmutzung oder Nebenluft oder... Oswald. Ja?
ist alles in Ordnung, der Wagen läuft prima. Ich wollte bloß mit dir mal reden. Wie läuft die ganze Sache denn so? Hast du mit ihr schon verabredet? Vielleicht brauchst du sie gar nicht ins Hotel und wir können sie gleich mal ins Schiff nehmen. Wir haben uns ganz nett unterhalten. Ah. Ich glaube, wir sind uns auch schon ein bisschen näher gekommen. Aber verabredet haben wir uns nicht. Und sie über Nacht aufs Schiff zu bitten, kommt überhaupt nicht in Frage. Oswald! Nein. Lass mich nur machen. Hier? Ja. Sagen Sie mal, halten Sie das eigentlich für einen Zufall? Was meinen Sie? Naja, als Ihr Mann mich anrief und mir diesen Hotelplatz anbot, da war ich zwar überrascht, aber völlig arglos. Aber als mir der Dr. Baumann erklärte, dass er an demselben Tag zur Ostsee hochfährt und mich mitnimmt, wurde ich dann doch ein bisschen misstrauisch. Und jetzt kommt noch so eine Überraschung ins Spiel. Also ich weiß nichts. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, was diese Überraschung sein könnte. Aber ein bisschen viele Zufälle sind das schon. Mhm. Was ist denn so unangenehm, dieser Zufall, dass die Urlaubsplätze so dicht beieinander liegen? Das weiß ich noch nicht. Da muss ich erst mal abwarten, wie sich dieser Zufall entwickelt. Aber auf die Überraschung, da bin ich ungeheuer gespannt. Ja. Guten Tag, was darf sein? Guten Tag. Was möchten Sie, Frau Passler? Kaffee. Kaffee. Mhm. Vier Kaffee, bitte. Aber Tassen, ja? Gerne. Aber schön. Herrlich. Und die Luft. Ja. Meine Absätze. Ich habe nicht die richtigen Schuhe hierfür an. Alexander, du hast deine Überraschung versprochen. Also, wann kommt sie? Ja, sie ist schon da. Ja? Ja. Was, das ist die Arkona? Na, muss ja wohl. Steht ja dran. Wo? Na, da auf dem Reifen. Ah. Also, ich verstehe es nicht. Das ist die Überraschung. Hier, die Arkona! Das ist mein Schiffchen! Kommt, wir helfen euch mal an Bord. Das ist ja ein Schiffchen. Das ist ein Schiffchen, ne? Und ich bin der Kapitän. Kommt an Bord, komm, Häppchen, komm. So, aber die Schuhe. Ja, damit darfst du ja nicht an Bord. Nein. Liebe Zeit. Na, hier ist ja was los. Das ist so auf einer Yacht. Ja. Echt? Dann sag mal. So, und jetzt die Frau Passler. So, vorsichtig so, ja. Die Schuhe darf ich kriegen. Ja, ausziehen. Ah. danke sehr. Und jetzt... Na, wunderbar. Alexander, das ist aber auch eine Überraschung. Ja, das ist mir gelungen, ja, ja, ja. Oswald natürlich auch. Na ja, eigentlich ist es doch wohl mehr deine Überraschung. Na ja, also gut, Ehre, wem Ehre gebührt. Na ja, also dann sieh dich doch mal um. Nicht wahr? Ach, hier ist ja auf. Ja, hier ist ein Eingang. Ja. Da guckt euch doch mal um. Oswald und ich holen die Sachen aus dem Auto. Ja, hier. Na, was soll ich denn damit? Gut. Ich geh mal rein, ja? Wie ist es denn da unten? Es ist eng. Es ist sehr eng. Und es stinkt nach Fisch.
Victorias Begeisterung über dein Boot hätte größer sein können und müssen. Über unser Boot, Oswald, über unser Boot. Dein Boot, Alex. Ich bin nur stiller Teilhaber. Nur stiller. Du bleibst hoffentlich auch still. Ein Häppchen erfährt, was der Kahn gekostet hat, hä? Ach so. Naja, wie immer. Für mich das Schwerste. Natürlich. Na, Häppchen? Schon Besitz ergriffen an unserem neuen Feriendomizil für die nächsten Jahre? Wie meinst du das, Alexander? Ach, du hast wohl gedacht, ich habe das bloß für ein paar Tage gemietet. Sondern? Na, es gehört ja mir. Und natürlich auch dir. Und ein bisschen auch Oswald, weil er mir finanziell ein wenig unter die Arme gegriffen hat. Ein wenig, sagst du. Naja, aber ist doch was ganz anderes als so eine einmalige Kuba-Reise. Naja, die fällt natürlich ins Wasser. Das ist ja eine Geschichte ganz im Sinne Blüchers. Nicht wahr? Die Gefahr erkennen, kleine Bedenken beiseite und dann ran mit allem, was man zur Verfügung hat. Eben nicht kleckern, sondern klotzen. Bist du Militärtheoretiker geworden? Jetzt lass das doch, ja? Na, Häppchen, was sagst du denn dazu? Alexander, worüber hättest du vorher mit mir... Das sind mir ein paar Überraschungen zu viel. Ich glaube, ich reise ab. Tja, für mich kommt das ja sowieso nicht in Betracht. Ich wohne ja im Hotel. Am besten, Sie kommen erstmal mit mir, Victoria. Zur Not lassen wir eben aufbetten. Hm? Also bitte? Bitte? Ganz wie du willst. Nicht wahr? Schlüssel stecken ja noch. Papiere sind im Handschuhfach und, naja, fahren kannst du ja auch alleine. Victoria, Frau Paslak, ich kann Sie selbstverständlich fahren, wenn Sie gestatten. Nein, danke. Lass doch, Oswald, lass doch. Da möchte unter sich sein, da stören wir Männer ja nur. Tja, dann kommen Sie mal, Victoria. Da fährt sie hin. Die bessere Hälfte. Na, lass fahren dahin, Oswald. Oh, sei gegrüßt. Goldene Männerfreiheit. Ja, und nun? Na ja. Also vorwärts, Oswald, jetzt. Jetzt nehmen wir den Kahn erstmal in Besitz. In Besitz. Das hätte die Arkona nicht verdient. Die beiden haben im ganzen Leben noch keine Planken unter den Füßen gehabt. Das sind nicht mal Süßwassermatrosen. Was sagt hey? Sind Landratten. Kannst vergessen. Ja, hast recht. Meter wartet mit dem Essen. Ins Auge gehen können, was? Sie haben den Wagen doch großartig abgefangen. Mir zittern ja jetzt noch die Knie. Es ist doch gut gegangen. Und ein Reserverad werden wir schon haben. Victoria! Achim! Also das gibt's doch nicht. Erst sehen wir uns jahrzehntelang nicht und jetzt gleich zweimal hintereinander. Ja, sag mal. Ich wüsste dich. Guter Zufall hat was vor mit uns. Was? Frau Paslak, das ist der Pol, das ist Frau Paslak. Schönen guten Tag. Freut mich, Tag. Sag mal, was machst denn du hier oben in unserer Gegend? Ach, ich will ein paar Tage Urlaub machen übers Wochenende in Warnemünde, wenn es klappt, heißt das. Guck mal da. Ach, gut, das ist ja Panne. Da komme ich ja gerade richtig, was? Ach, sehr schön, wenn du uns helfen willst. Na, dafür bin ich ja da. Also los. Ja. Na, hoffentlich hat der wenigstens Luft jetzt. Sag mal. Ja? Besucht hättest du mich wohl nicht, was? Ach, Achim. Ich glaube nicht. Schade.
Ja. Hier, das muss auch noch mit rein. Ah, ich weiß bloß nicht, wohin damit. Vielleicht nimmst du doch meinen Wagen und fährst ihr nach. Fahr ihr nach. Sprich mit ihr. Tolles Boot, was? Ja, alles Eiche, oder? Ich werde mich doch nicht bei ihr entschuldigen, bloß weil ich dieses Boot gekauft habe. Vielleicht hat sie gar nichts gegen das Boot. Vielleicht will sie nur, dass du mit ihr darüber redest. Na, da hat sie was von. Und was soll sie von mir halten, wenn ich ihr hinterherlaufe? Ich komme hier auch ganz gut ohne sie aus. Ja, und sie ohne dich. Mensch, denk doch mal an die Kuba-Reise, die du ihr versprochen hast. Ja, zum Teufel. Dafür haben wir jetzt das Boot. Haha. Du erregst dich. Also tut Victoria dir doch leid. Mensch, die sitzt jetzt vielleicht mutterseelenallein in diesem Hotel und wartet auf ein Wort von dir. Alex. Naja, also gut. Überredet. Überzeugt? Nein, überredet. Ach, so eine Luftveränderung. Gut, gut. Wie die beiden versucht haben, uns auf das Schiff zu lotsen. Männer bleiben doch ewig große Jungs, wie alt sie auch werden. So was hätte ich dem Dr. Baumann gar nicht zugetraut. Ach, nur, das war doch bestimmt nicht seine Idee. Dr. Baumann ist viel zu seriös für solche unüberlegten Handlungen. Naja, aber irgendwie ist es doch wieder liebenswert, wenn man in unserem doch immerhin Erwachsenenalter zu sowas imstande ist. Wenn Sie ehrlich sind, geben Sie zu, dass Ihnen das an Alexander auch gefällt. Ja, das stimmt. Aber diesmal ist er entschieden zu weit gegangen. Also, wenn er heute nicht kommt oder wenigstens morgen, dann... Fassen Sie auch keine übereilten Entschlüsse. Überschlafen Sie das erstmal. Aber vorher machen wir uns einen schönen ersten Urlaubsabend und gehen tanzen. Ich war schon ewig in keiner Bar. Oh nein, also dazu bin ich gar nicht in der Stimmung. Nun lassen Sie sich doch nicht die Laune verderben. Oder meinen Sie beiden sitzen rum und blasen Trübsal? Ich weiß nicht, aber... Und außerdem, ich habe ja überhaupt gar nichts anzuziehen. Da finden wir schon was. Oder wollen Sie mich allein in die Bar schicken? Oh, pass mal. Das sieht nicht nur exotisch aus, das schmeckt auch ganz gut, weil? Ja. Sagen Sie mal, kann Dr. Wittkugel eigentlich segeln? Nein. Und Dr. Baumann? Nein, ich glaube nicht. Er hat jedenfalls nie darüber gesprochen. Na, das wird ja ein feiner Urlaub für die beiden, immer in dem kleinen Hafen. Ich glaube, für so ein Boot braucht man doch auch einen Segelschein oder sowas. Na ja, sicher. Naja, so ein Kauf, der hat schon seine Folgen. Also nicht nur, dass unsere abgesprochene Kuba-Reise nur nichts wird. Heißt das doch, dass man für jeden Urlaub an dieses Boot gebunden ist? Ja, das stimmt. Ja, aber also so ein Kauf, den... Nee, also darüber muss man reden. Doch. Wunderschönen guten Abend, Dame. Ach, hey. Ja. Oh, danke. Du gibst wohl nie auf. Mm-mm. Guten Abend, Frau Passwack. Ja, Bruder, guten Abend, danke. Tja, also da bin ich wieder. Also ich finde, dieser wunderschöne Zufall heute Nachmittag muss mindestens mit einem Gläschen Sekt gewürdigt werden. Darf ich die Dame an die Bar einladen? Oder erwarten Sie Besuch? Nö. Danke, gern. Tja, wenn Sie Hotelgast wären, dann vielleicht. Naja, man sagte mir, die Damen hätten zwei Plätze in der Bar bestellt. Wenn Sie zu zweit waren, haben Sie sie sicher genommen. Ich muss ja damit was ganz Wichtiges sagen. Das sagen alle.
eine zierliche, blonde und ganz traurig. Also, meine Damen, ich freue mich über diesen Zufall. Victoria? Wasnack? Bitte verzeihen Sie meine Neugier. Welcher Zufall hat Sie eigentlich beide zusammengeführt? Ach, fahren Sie extra nach Berlin zum Zahnarzt? Nein, da gehe ich in unser Ambulatorium. Nein, uns haben ganz andere Umstände zusammengeführt. Eher eine Männerfreundschaft, nicht wahr, Victoria? Wow, ja. Männerfreundschaft. Sie gestanden? So, bitte? Darf ich bitten? Ja, gern. Also, Frau Paslack ist sehr sympathisch. Ja, das finde ich auch. Und du bist äußerst sympathisch. Du, ich habe eine Idee. Ich habe hier ganz in der Nähe ein Segelboot liegen. Und für morgen habe ich 1A Segelwetter bestellt. Einverstanden? Nein, das geht nicht. Oh, bitte. Wirklich nicht. Bitte, bitte. Nein, ich möchte wirklich nicht auf ein Segelboot. Du möchtest wirklich nicht auf ein Segelboot? Wirklich nicht? Kannst du? Darf ich bitten? Komm. Ich will dir doch nur sagen, dass ich mich nicht scheiden lasse. Verstehen Sie? Das hat doch Bedeutung. Also gut. Aber Sie versprechen mir, sich nur umzuschauen. Hm? Versprochen. Ich habe ja nicht mal eine Krawatte. Wie findest du mich als Bootsmann oder Steuermann? Ne? Beeilt hast du dich ja. Wagen scheint auch in Ordnung zu sein. Schön, dass du wieder da bist. Prost. Das ist das Einzige, was du dir wünschst. Wäre schön, jetzt was zu essen. Bleib bloß dein Sinn für Romantik. Der Wagen ist wieder da. Die nächste Gaststätte ist bestimmt auch nicht mehr. Halt, stopp. Das kommt überhaupt nicht in Frage. So, und warum nicht? Also erstens, weil ich hier der Kapitän bin. Und zweitens, weil wir alles an Bord haben. Vor allem die Getränke. Also, erstens ist völlig unerheblich. Und zweitens, überredet. Wir trinken noch eine Flasche Sekt. Nein, bitte für mich nicht mehr. Danke. Eine. Nein, Achim. Eine halbe. Ich danke dir für den Rat, das war sehr schön. Eine ganze. Nein, Achim. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Schade. Frau Paslack, ganz unverdrossen, wir trinken die Flasche Sekt. Ja, wenn Sie meinen. Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Ja, du sag mal, bist du mit der Frau überfordert, was du vom Schlafen gehen willst? Auf dem Wasser geht man nicht schlafen, sondern in die Koje. Und man schläft nicht, sondern man ruht ab. Zu viel. Also. Einverstanden, richte schon mal alles her. Ja. Ich werde inzwischen Achter und am Bug das Boot fesseln. Ja. Also zu Deutsch, ich verteuere es. Aber es ist doch festgebunden. Dieses Genuddel um den Peuer, das geht natürlich gar nicht. Genuddel? Ja. Ich habe nämlich, ein Fachbuch. Ah. Captain Fernkursus, was? Ja.
doch. Ja, da will ich doch gleich mal. Guck mal nach. Da sehen wir. Oh, guck mal nach unter. Überhandschlag. Nein, nicht Handstand. Handschlag. Nein, guck doch mal nach unter doppeltem Palsding. Oh, das ist aber. Oh, das ist aber ziemlich kompliziert. Was? Oh ja. Wahrscheinlich müssen wir dann das Boot durch die Schlaufe ziehen. dann lass es lieber. Ich werde doch wohl noch einen Anschämen doppelten Palsig machen können, nicht? Und dazu mit Anleitung. Ne? Du, aber fall nicht ins Wasser. Die sind heute aber früh ausgelaufen. Arne, kannst du sehen, ob da einer an Deck ist? Was will Coral? Siehst du einen an Deck? Chlor ist die Arkona weg. Da buden Licht sie doch. Und keine Seele an Bord. Wenn ich es dir sage, sie sind ausgelaufen. Schaffiet denn? Alex kann doch nicht segeln. Und die Einspritzpumpe für den Diesel liegt bei uns im Schuppen. Da, siehst du nu? Wie kommt denn die da hin? Vielleicht war es ein Fehler, sie an den Doktor zu verkaufen. Ich meine, ein Landei ist er. Ja, das ist er. Aber verköpft ist verköpft. Du willst sie doch nicht da draußen lassen. Und du sagst, der Doktor ist mit an Bord? Ja. Sehen Sie, Sie haben den Abend doch noch genossen. Sogar Beifall haben Sie beide bekommen. Tja, es war ein schöner Abend, ich gebe es zu. Und es hat Spaß gemacht, wieder mal zu tanzen. Und Sie wollten nicht mitkommen. Ach. So, tja. Aber ich musste immer an Alexander denken. Den lassen Sie mal ruhig auf seiner Überraschung, wenn er nicht mal auf die Idee kommt, herzukommen. Machen wir uns eben alleine ein paar schöne Tage. Es fing doch ganz gut an. Und heute geht's an die Sonne und ins Wasser. Ach, Frau Paslak, es tut mir leid, wenn ich Sie allein lassen muss, aber ich muss mit Alexander sprechen. Wissen Sie, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Er hat doch die ganzen Jahre alle wichtigen Entscheidungen für sich und für seine Tochter allein getroffen. Jetzt, wenn er mit mir zusammen leben will, dann finde ich, dann, er muss mich als gleichberechtigten Partner akzeptieren. Und das möchte ich ihm sagen. Ja, natürlich. Machen Sie sich um mich keine Gedanken. Aber machen Sie sich auch keine zu großen Hoffnungen, dass das mit dem Verstehen bei Dr. Wittkugel schnell gehen wird. Sowas dauert und kann manchmal auch wehtun. Ich weiß. Aber da müssen wir durch.
Begrüßen Sie Dr. Baumann bitte nicht von mir. Aber lassen Sie ihn wissen, dass ich noch hier bin. Oh, Frau Passler, das mache ich gern. Did it. Was ist denn los? Save our souls. SOS. Wenn ihr das was sagt, komm mal her. Was ist denn? Hä? Ach du grüne Leute. Im Lehrbuch steht aber, dass ich einen Seemannsknoten nicht von alleine lösen kann. Das kannst du mal der Redaktion schreiben. Die können es in der nächsten Ausgabe dann mit berücksichtigen. Er tut es nämlich doch. Ja, kannst du segeln? Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie probiert. Ich kann's nicht. Wo ist denn hier der Motor? Motor? Das ist ein Segelboot. Na ja, da hast du recht. Hier nix? Nein. Dann bekommen wir Besuch. Eben hat nämlich jemand Hallo gerufen. Ahoi heißt das. Aha. Ahoi. Ahoi, die Dame. Ahoi. Das gibt ja tatsächlich Nixen. Ahoi. Ja, Sie fahren Schlauchboot. Können Sie mir helfen? Ich habe ein Paddel verloren. Natürlich werden wir Ihnen helfen. Selbstverständlich. Nehmen Sie bitte mal das Paddel. Danke. Oh ja, geben Sie mir mal die Leine. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Oh, ein Glück, dass Sie hier waren. Ja. Viola Vogt. Oh, ist ja sehr angenehm, ja. Ich bin Wittkugel, Alexander. Ja, ja. Das ist mein Freund aus Holt Baumann. Ja. Können wir Ihnen was anbieten? Ja, wenn Sie eine Brause hätten. Haben wir nicht. Nein. Wir können Ihnen höchstens einen anständigen Korn. Warum ankern Sie eigentlich hier? Ich meine, so weit draußen. Ja, wir... Ankern wir? Das tun wir ja auch nicht. Wir messen hier die Strömung. Ja? Na bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Ist aber schön, dass man mal erfährt, was wir hier machen. Ich dachte nämlich, du hättest die Übersicht ein bisschen verloren. Na. Willst du nicht endlich das Schlauchboot festmachen? Ja, natürlich. Ich bin hier nämlich der Kapitän. Bootsmann, Schlauchboot 8 dran festmachen. Na. Ei, Sir.
Guten Tag. Hallo. Können Sie mir sagen, ob das da draußen die Arkona ist? Ja, das können wir. Ja, und die zwei Männer, die gestern da an Bord gegangen sind? Tja, an Bord ist jemand. Auch so ein großer Stattlicher? Was sagt die Leute, wo die Krise Berliner ist? Ja, die pörret doch da an Bord rum. Danke. Hörst du ihn auch schon? Ja, ich auch. Ein Pagels kommt gleich und nimmt ihn auf den Haken. Mhm. Aha. Na, gefällt's Ihnen? Ja. Ist sehr gemütlich. Ja. Ja, was ist denn? Mein Fuß. Kommen Sie vorsichtig raus. Wir helfen Ihnen. Sei doch vorsichtig, Oswald. Ja. Vorsichtig. So, geht es? Geht es so? Welcher ist es denn? Aha, der rechte? Was? Nee, also gebrochen ist nichts. Das kann man so nicht sagen. Natürlich, es ist ja nicht mal angeschwollen. Klassischer Betriebsunfall. Aber wieso denn das? Sie gehört doch gar nicht zur Besatzung. Umso schlimmer, dann ist sie Passagier, da bist du voll verantwortlich. Es ist ganz rührend, wie sie sich um mich bemühen. Ja. Ihre Faust zu beneiden. Naja, ich bin ja nicht verheiratet. Ja, das stimmt. Verheiratet ist er nicht. Entschuldigen Sie, Viola. Aber ich werde meiner Pflicht genügen. Ich werde Sie auf Händen tragen, bis Sie keine Schmerzen mehr haben. Oh, Vorsicht. Ich könnte mich daran gewöhnen. Arkona, ahoi! Guck mal, da. Fangen Sie die Leine auf und ziehen Sie den Festmacher rüber. Belegen Sie ihn am Bug. Ja, ja. Sie kennen sich aber gut aus. Ja, und nicht nur hier. Wir sind ja wohl ein paar Mal um die Welt gekommen. Hier sind wir zu Hause. Zu Hause. Ah ja, Sie sind wohl oft hier. Naja, ist ja auch schön hier am Wasser. Ja, wegen dem Wasser ist es auch. Und wegen Meter. Was unserem Ahne sie früh ist. Wir sind immer zusammen. Und zur See gefahren. Immer zusammen. Und dann starb meine Frau. Oh. Vor Labrador. Da lagen wir gerade vor Labrador. Ach so. Und weil wir immer zusammen gefahren sind und weil wir uns um Ahne kümmern, er hört ein bisschen schwer. Da bekocht und bewäscht uns nun die Meta, was den Ahne sin Fru ist. Ja, ja, sie hat uns. Nun kann Meta uns nicht immer zu alle drei zu Hause haben, meint sie. Ja. Und damit es keinen Streit gibt. Wegen Meta? Und weil Meta es nicht leiden kann, dass wir am Tag in der Kneipe sind. Außer bei Regen. Da sind wir hier. Sind wir. Und warten auf Regen. Ach, sagen Sie bitte, wird die Arkona jetzt hierher zurückgeschleppt? Nein, junge Frau. Der Hein Pagels mag es lieber etwas tiefer. Er schleppt die Arkona jetzt nach Bad in den Hafen. Aha. Also, dann danke ich Ihnen schön. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und sagen Sie Ihrer Meta, ich kann Sie gut leiden. Ist doch eine verdammt söde Dien. Was brabbelt hey du? Eine nette Person. Was brüllst du denn so? Ich kann euch schon verstehen. Bitte mal die Papiere.
ist ja wohl ein bisschen wenig, um so ein Wasserfahrzeug zu führen. Das Führen eines solchen ohne Berechtigungsschein oder Patent. Das unbefugte Übernachten auf dem Bodden. Wenigstens einen Ankerball hätten Sie setzen können. Ankerball? Hatten wir denn sowas an Bord? Wir haben ja keine Ahnung. Wir gehören nicht zur Mannschaft. Wir beide. Nur Passagiere. Dann müssen wir uns also allein an Sie halten. Ja. Ja. Ole. Hier kann ja nur noch Ole Peters helfen. Das hast du aber schön gesagt. Ole. Tja. Dann muss ich das wohl tun. Dir helfen. Sag mal, Ole, warst du die ganze Zeit da drin? Oh, konnte ich doch nicht so rumtreiben lassen. Ne? Hat sich erledigt. Nein, ich mach das aus. Ja, hat sich erledigt, ja. Ole, du alte Schlitzohr. Ich glaube fast, du hast uns losgemacht, was? Ich doch, Alex. Ich doch nicht. Du gestattest, dass ich mich um meinen Passagier kümmere? Ich habe ihm doch etwas versprochen. Einen guten Appetit. Danke. Schmeckt gut. Ja, sagen Sie, speisen Sie alleine? Wie Sie sehen, Herr Dr. Ritzbubel. Frau Hartmeier hat es sich anders überlegt. Und ich sollte vorher mit nach Hause gefahren. Nach Hause, sagen Sie? Ja. Und hier sind die Autoschlüssel und die Wagenpapiere. Ja. Hat es denn gar nichts gesagt? Nein. Ich wünsche noch einen guten Tag. Ja, danke. Guten Abend. Das ging aber schnell. Na, wenn du ohne ein Wort zu sagen einfach zurückfährst. Vielleicht war es mir eine Überraschung zu viel. Ich werde Medizinalrat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wohin willst du denn? Nach Hause. Halten Sie das eigentlich für einen Zufall? Was meinen Sie? Naja, als Ihr Mann mich anrief und mir diesen Hotelplatz anbot, da war ich zwar überrascht, aber völlig arglos. Aber als mir der Dr. Baumann erklärte, dass er demselben Tag zur Ostsee hochfährt und mich mitnimmt, wurde ich dann doch ein bisschen misstrauisch. Und jetzt kommt noch so eine Überraschung ins Spiel. Also ich weiß nichts. Ich habe nicht die blasseste Ahnung, was diese Überraschung sein könnte. Aber ein bisschen viele Zufälle sind das schon. Ja. Was sind denn so unangenehm, dieser Zufall, dass die Urlaubsplätze so dicht beieinander liegen? Das weiß ich noch nicht. Da muss ich erst mal abwarten, wie sich dieser Zufall entwickelt. Aber auf die Überraschung, da bin ich ungeheuer gespannt.
Guten Tag. Was darf sein? Guten Tag. Was möchten Sie, Frau Passler? Kaffee. Kaffee. Mhm. Vier Kaffee, bitte. Aber Tassen, ja? Ja, gerne. Bitte. Aber schön. Herrlich. Und die Luft. Ja. Meine Absätze. Ich habe nicht die richtigen Schuhe hierfür an. Alexander, du hast deine Überraschung versprochen. Also, wann kommt sie? Ja, sie ist schon da. Ja? Ja. Was, das ist die Arkona? Na, muss ja wohl. Steht ja dran. Wo? Na, da auf dem Reifen. Ah. Also, ich verstehe es nicht. Das ist die Überraschung. Hier, die Arkona! Das ist mein Schiffchen! Kommt, wir helfen euch mal an Bord. Das ist ja ein Schiffchen. Das ist ein Schiffchen, ne? Und ich bin der Kapitän. Kommt an Bord, komm, Häppchen, komm. So, aber die Schuhe? Ja, damit darfst du ja nicht an Bord. Nein, nein. Liebe Zeit. Na, hier ist ja was los. Das ist so auf einer Yacht. Ja. Echt? Das sag mal. So, und jetzt die Frau Passler. So, vorsichtig so, ja. Die Schuhe darf ich nehmen? Ja, ausziehen. Ah. danke sehr. Und jetzt... Na, wunderbar. Alexander, das ist aber auch eine Überraschung. Ja, das ist mir gelungen, ja, ja, ja. Oswald natürlich auch. Naja, eigentlich ist es doch wohl mehr deine Überraschung. Naja, also gut, Ehre, wem Ehre gebührt. Na ja, also dann sehe ich doch mal um. Nicht wahr? Ach, hier ist ja auf. Ja, hier ist ein Eingang. Ja. Da guckt euch doch mal um. Oswald und ich holen die Sachen aus dem Auto. Ja, hier. Na, was soll ich denn ja, damit? Gut. Ich geh mal rein, ja? Es ist eng, es ist sehr eng. Und es stinkt nach Fisch. Victorias Begeisterung über dein Boot hätte größer sein können und müssen. Über unser Boot, Oswald, über unser Boot. Dein Boot, Alex. Ich bin nur stiller Teilhaber. Nur stiller. Du bleibst hoffentlich auch still. Ein Häppchen erfährt, was der Kahn gekostet hat, hä? Ach so. Naja, wie immer. Für ja. mich das Schwerste. Natürlich. Na, Häppchen? Schon Besitz ergriffen an unserem neuen Feriendomizil für die nächsten Jahre? Wie meinst du das, Alexander? Ach, du hast wohl gedacht, ich habe das bloß für ein paar Tage gemietet. Sondern? Na, es gehört ja mir. Und natürlich auch dir. Und ein bisschen auch Oswald, weil er mir finanziell ein wenig unter die Arme gegriffen hat. Ein wenig, sagst du. Naja, aber ist doch was ganz anderes als so eine einmalige Kuba-Reise. Naja, die fällt natürlich ins Wasser. Das ist ja eine Geschichte ganz im Sinne Blüchers. Nicht wahr? Die Gefahr erkennen, kleine Bedenken beiseite und dann ran mit allem, was man zur Verfügung hat. Eben nicht kleckern, sondern klotzen. Bist du Militärtheoretiker geworden? Jetzt lass das doch, ja? Na, Häppchen, was sagst du denn dazu? Alexander, darüber hättest du vorher mit mir
Das sind mir ein paar Überraschungen zu viel. Ich glaube, ich reise ab. Tja, für mich kommt das ja sowieso nicht in Betracht. Ich wohne ja im Hotel. Am besten, Sie kommen erstmal mit mir, Victoria. Zur Not lassen wir eben aufbetten. Hm? Also bitte. Bitte. Ganz wie du willst. Ich fahr. Schlüssel stecken ja noch. Papiere sind im Handschuhfach und, naja, fahren kannst du ja auch alleine. Victoria, Frau Passlack, ich kann Sie selbstverständlich fahren, wenn Sie gestatten. Nein, danke. Lass doch, Oswald, lass doch. Damen möchten unter sich sein, da stören wir Männer ja nur. Tja, dann kommen Sie mal, Victoria. Da fährt sie hin, die bessere Hälfte. Na, lass fahren dahin, Oswald. Oh, sei gegrüßt. Goldene Männerfreiheit. Ja, und nun? Na ja. Also vorwärts, Oswald, jetzt. Jetzt nehmen wir den Kahn erstmal in Besitz. In Besitz. Das hätte Arkona nicht verdient. Die beiden haben im ganzen Leben noch keine Planken unter den Füßen gehabt. Das sind nicht mal Süßwassermatrosen. Was sagt hey? Sind Landratten, kannst vergessen. Ja, hast recht. Meter wartet mit dem Essen. Ins Auge gehen können, was? Sie haben den Wagen doch großartig abgefangen. Mir zittern ja jetzt noch die Knie. Es ist doch gut gegangen. Und ein Reserverad werden wir schon haben. Victoria! Achim! Also das gibt's doch nicht. Erst sehen wir uns jahrzehntelang nicht und jetzt gleich zweimal hintereinander. Ja, sag mal. Ich grüße dich. Der Zufall hat was vor mit uns. Was? Frau Passlack, das ist der Pol, das ist Frau Passlack. Schönen guten Tag. Freut mich, Tag. Sag mal, was machst denn du hier oben in unserer Gegend? Ach, ich will ein paar Tage Urlaub machen übers Wochenende in Warnemünde, wenn es klappt, heißt das. Guck mal da. Ach gut, das ist ja Panne. Da komme ich ja gerade richtig, was? Ach, sehr schön, wenn du uns helfen willst. Na, dafür bin ich ja da. Also los. Ja. Na, hoffentlich hat der wenigstens Luft jetzt. Sag mal. Ja? Besucht hättest du mich wohl nicht, was? Ach, Achim. Ich glaube nicht. Schade. Ja. Hier, das muss auch noch mit rein. Ah, ich weiß bloß nicht, wohin damit. Vielleicht nimmst du doch meinen Wagen und fährst ihr nach. Fahr ihr nach. Sprich mit ihr. Tolles Boot, was? Ja, alles Eiche, oder? Ich werde mich doch nicht bei ihr entschuldigen, bloß weil ich dieses Boot gekauft habe. Vielleicht hat sie gar nichts gegen das Boot. Vielleicht will sie nur, dass du mit ihr darüber redest. Na, da hat sie was von. Und was soll sie von mir halten, wenn ich ihr hinterherlaufe? Ich komme hier auch ganz gut ohne sie aus. Ja, und sie ohne dich. Mensch, denk doch mal an die Kuba-Reise, die du ihr versprochen. Ja, zum Teufel. Dafür haben wir jetzt das Boot. Aha. Du erregst dich. Also tut Victoria dir doch leid. Mensch, die sitzt jetzt vielleicht mutterseelenallein in diesem Hotel und wartet auf ein Wort von dir. Alex. Naja, also gut. Überredet. Überzeugt? Nein, überredet. Ach,
So eine Luftveränderung tut gut, wie die beiden versucht haben, uns auf das Schiff zu lotsen. Männer bleiben noch ewig große Jungs, wie alt sie auch werden. So was hätte ich dem Dr. Baumann gar nicht zugetraut. Ach nur, das war doch bestimmt nicht seine Idee. Dr. Baumann ist viel zu seriös für solche unüberlegten Handlungen. Naja, aber irgendwie ist es doch wieder liebenswert, wenn man in unserem doch immerhin Erwachsenenalter zu sowas imstande ist. Wenn Sie ehrlich sind, geben Sie zu, dass Ihnen das an Alexander auch gefällt. Ja, das stimmt. Aber diesmal ist er entschieden zu weit gegangen. Also, wenn er heute nicht kommt oder wenigstens morgen, dann... Fassen Sie auch keine übereilten Entschlüsse. Überschlafen Sie das erstmal. Aber vorher machen wir uns einen schönen ersten Urlaubsabend und gehen tanzen. Ich war schon ewig in keiner Bar. Oh nein, also dazu bin ich gar nicht in der Stimmung. Nun lassen Sie sich doch nicht die Laune verderben. Oder meinen Sie beiden sitzen rum und blasen Trübsal? Ich weiß nicht, aber... Und außerdem, ich habe ja überhaupt gar nichts anzuziehen. Da finden wir schon was. Oder wollen Sie mich allein in die Bar schicken? Oh, pass, danke. Das sieht nicht nur exotisch aus, das schmeckt auch ganz gut, weil? Ja. Sagen Sie mal, kann Dr. Wittkugel eigentlich segeln? Nein. Und Dr. Baumann? Nein, ich glaube nicht. Er hat jedenfalls nie darüber gesprochen. Na, das wird ja ein feiner Urlaub für die beiden, immer in dem kleinen Hafen. Ich glaube, für so ein Boot braucht man doch auch einen Segelschein oder sowas. Ja, sicher. Naja, so ein Kauf, der hat schon seine Folgen. Also nicht nur, dass unsere abgesprochene Kuba-Reise nur nichts wird. Heißt das doch, dass man für jeden Urlaub an dieses Boot gebunden ist? Ja, das stimmt. Ja, aber also so ein Kauf, den... Nee, also darüber muss man reden. Doch. Wunderschönen guten Abend, Dame. Ach, ja. Oh, danke. Du gibst wohl nie auf. Mm-mm. Guten Abend, Frau Passwack. Guten Abend, danke. Tja, also da bin ich wieder. Also ich finde, dieser wunderschöne Zufall heute Nachmittag muss mindestens mit einem Gläschen Sekt gewürdigt werden. Darf ich die Dame an die Bar einladen? Oder erwarten Sie Besuch? Nö. Danke, gern. Tja, wenn Sie Hotelgast wären, dann vielleicht. Naja, man sagte mir, die Damen hätten zwei Plätze in der Bar bestellt. Wenn Sie zu zweit waren, haben Sie sie sicher genommen. Ich muss ja da mal etwas ganz Wichtiges sagen. Das sagen alle. Wissen Sie, es ist so eine zierliche, blonde und ganz traurig. Also, meine Damen, ich freue mich über diesen Zufall. Victoria? Was lag? Bitte verzeihen Sie meine Neugier. Welcher Zufall hat Sie eigentlich beide zusammengeführt? Ach, fahren Sie extra nach Berlin zum Zahnarzt? Nein, da gehe ich in unser Ambulatorium. Nein, uns haben ganz andere Umstände zusammengeführt. Eher eine Männerfreundschaft, nicht wahr, Victoria? Wow. Ja. Männerfreundschaft? Sie gestanden? Bitte? Darf ich bitten? Ja, gern. Also, Frau Passlack ist sehr sympathisch. Ja, das finde ich auch. Und du bist äußerst sympathisch. Du, ich habe eine Idee. Ich habe hier ganz in der Nähe ein Segelboot liegen. Und für morgen habe ich 1A Segelwetter bestellt. Einverstanden? Nein, das geht nicht. Wirklich nicht. Bitte, bitte. Nein, ich möchte wirklich nicht auf ein Segelboot. Du möchtest wirklich nicht auf ein Segelboot? Wirklich nicht? Kannst du? Darf ich bitten? Komm.
Ich will dir doch nur sagen, dass ich mich nicht scheiden lasse. Verstehen Sie? Das hat doch Bedeutung. Also gut. Aber Sie versprechen mir, sich nur umzuschauen. Hm? Versprochen. Ich habe ja nicht mal eine Krawatte. Und? Gefunden? Ja. Wann deine Krawatte? 20 Mal. Na, wie findest du mich als Bootsmann oder Steuermann? Ne? Beeilt hast du dich ja. Wagen scheint auch in Ordnung zu sein. Schön, dass du wieder da bist. Prost. Nicht wahr. Das ist das Einzige, was du dir wünschst. Ne? Wäre schön, jetzt was zu essen. Bleib bloß dein Sinn für Romantik. Der Wagen ist wieder da. Die nächste Gaststätte ist bestimmt auch nicht mehr. Halt, stopp. Das kommt überhaupt nicht in Frage. So, und warum nicht? Also erstens, weil ich hier der Kapitän bin. Zweitens, weil wir alles an Bord haben. Vor allem die Getränke. Also, erstens ist völlig unerheblich. Und zweitens, überredet. Wir trinken noch eine Flasche Sekt. Nein, bitte für mich nicht mehr. Danke. Eine. Nein, Achim. Eine halbe. Ich danke dir für den Abend, das war sehr schön. Keine Tanzen? Nein, Achim. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Schade. Frau Passlock, ganz unverdrossen, wir trinken die Flasche Sekt. Ja, wenn Sie meinen. Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Ja, du sag mal, bist du mit der Frau überfordert, was du vom Schlafen gehen willst? Auf dem Wasser geht man nicht schlafen, sondern in die Koje. Und man schläft nicht? Sag mal, ruht ab. Zu viel. Jawohl. Also. Einverstanden, richtig schon mal alles her. Ja. Ich werde inzwischen Achtern am Bug das Boot fesseln. Ja. Also zu Deutsch, ich verteuere es. Aber es ist doch festgebunden. Dieses Genuddel um den Peuer, das geht natürlich gar nicht. Genuddel? Ja. Ich habe nämlich ein Fachbuch. Ah. Captain Infernkurse, was? Ja. So, da will ich doch gleich mal. Guck mal nach. Da sehen wir. Oh, guck mal nach unter. Überhandschlag. Nein, nicht Handstand. Nein, guck doch mal nach unter doppeltem Palsding. Oh, das ist aber ziemlich kompliziert. Was? Ha? Oh ja. Ja? Wahrscheinlich müssen wir dann das Boot durch die Schlaufe ziehen. dann lass es lieber. Ich werde doch wohl noch einen Anschämen doppelten Palsig machen können, nicht? Und dazu mit Anleitung, ne? Du, aber fall nicht ins Wasser. Vom gestrigen Abend fehlt mir die ganze Rolle Film. Also nicht nur unterbelichtet, sondern schlicht abhanden gekommen. Völlig. Völlig. Ja, was bedeutet denn das für mich? Du bist über Nacht Kapitän geworden. Na, das geht. Vor 2 Jahren habe ich mir ja eine Kapitänsmütze gekauft. Aye, aye, Sir.
Was hat dein Häppchen dazu gesagt? Nichts, wenn du ihr nichts gesagt hast. Ja, wann denn? Na, dann überleg mal, was du ihr sagst. Na, nichts, logischerweise. Das wird auf die Dauer nicht gehen. Oswald, ich kann dir doch nicht sagen, dass aus der Kuba-Reise fürs Nächste nichts wird. Tja. Häppchen muss man überraschen. Die Arkona, das Schiff, wird sie überzeugen. Ja, sie wird meine Yacht bewundern und dann wird sie mir vor Dankbarkeit um den Hals fallen. Ja. Glaubst du? Ja. Du übrigens auch. Ich? Warum? Na, weil du mit uns einen fabelhaften Kurzurlaub auf der Arkona machen wirst. Dein Plan mit Häppchen wird nicht gelingen. Da musst du erst recht mitkommen, Oswald. Womit habe ich das verdient? Du bist eben mein bester Freund. Ich meine doch, dass das Schicksal so grausam zuschlägt. Schicksal ja, aber nicht grausam, sondern glücklich. Ich werde dich zu einem glücklichen Menschen machen. Du bist mir nicht schön genug. Ach, jetzt nörgel doch nicht an mir herum. Dabei solltest du in mir den Gott Amor sehen. Ach ja, wo hast du Pfeil und Bogen? Na, dafür musst du schon selber sorgen, nicht wahr? Ich meine, zugegeben, meine Idee mit Kutschfahrt ins Theater, das war nicht gerade von Erfolg gekrönt. Aha. Aber jetzt, in romantischer Umgebung, ohne jede Möglichkeit, ein Taxi zu bekommen und dich stehen zu lassen. Alex. Ja. Sie kommt mit uns mit auf die Arkona. Alex, das hört sich doch an wie eine Schüler- oder Studentenidee. Aus dem Alter sind wir doch voll raus. Quatsch. Frauen wollen, dass Männer Initiative zeigen. Hast du da nicht bemerkt, wie sie dich manchmal ansieht? Ja? Natürlich, bei so einer Frau kann man das nicht einfach so plump geradeaus angehen. Alex, ich bin für sowas ungeeignet. Na eben. Hat sie nicht gestern Abend noch gesagt, dass ihr Arzt ihr einen dringenden Urlaub empfohlen hat? Und Ole muss ihr bei dem Geschäft für ein paar Tage ein Hotelzimmer ganz in der Nähe besorgen. Der kennt ja da Hinz und Kunz. Und um das Maß meiner Güte voll zu machen, rufe ich deine Angebetete an und sage ihr, dass ich durch Zufall ein frei gewordenes Zimmer in Bereitschaft habe. Ja, na dann brauchst du sie ja bloß noch mit deinem Wagen mitzunehmen und hast du ja Stunden Zeit, den Rest mit ihr klarzumachen. Alex, ja, das ist... So machen wir das. Wittkugel, guten Tag, Frau Paslak. Neulich auf der Geburtstagsfeier bei Dr. Baumann, da haben Sie mir erzählt, dass Ihr Arzt Ihnen dringend einen Urlaub empfohlen hat. Jetzt habe ich von einem Freund eben mein Einzelzimmer in einem Hotel in Warnemünde angeboten bekommen. Das geht ja für mich nicht. Ich meine, was soll ich mit einem Einzelzimmer? Und wir haben auch schon etwas anderes vor. Und deshalb möchte ich diese Chance für einen Kurzurlaub an Sie weiterreichen. Das ist ja sehr freundlich von Ihnen, Dr. Wittkugel. Ich danke Ihnen sehr, doch... Ich glaube, ich kann jetzt nicht weg. Wann wäre denn das? Das wäre am kommenden Wochenende. Leider nur 3 Tage. Aber nur ein Arbeitstag. Das können Sie doch sicherlich einrichten, wenn Sie wollen. Stellen Sie sich doch einfach die Ostsee vor. Wind und Wellen und, na, und Ruhe. Naja, reizen würde mich das schon. Also gut, ich werde mir es überlegen. Vorerst herzlichen Dank. Ich melde mich noch. Ja, und grüßen Sie Victoria von mir. Wiedersehen, Dr. Wittkugel. Ja, auf Wiedersehen, Frau Passler. Na also. War der Martin Opitz nicht herrlich mit seinem Kuchen? Ja, sicher. Häppchen, komm, setz dich mal. Na, nun setz dich schon. Ja? Wir fahren an die Ostsee. Oh, wann? Am nächsten Wochenende bis Montagabend. Aber wir haben doch Sprechstunde. Das regle ich mit dem Oberarzt. Aber alles andere bleibt vorläufig mein Geheimnis. Nur eins sollst du wissen, dass an der Ostsee eine große, wunderbare Überraschung auf dich wartet. Alexander. Nein. Mehr wird nicht verraten. Ole! Ja, was ist denn, Jens? War einen schönen Abend bei dem Viehdoktor, ne? Ja, und für unseren Alex hätte sich das schon gelohnt. Und nicht bloß für Alex. Für die hätte sich das ja auch ganz schön lohnt, ne? Jens, über Geschäfte redet man nicht. Der Ole schrubbt seinen Kahn, als wollte er den Fischgeruch von all seinen Fängen aus dem Holz kriegen. Was hätte er gesagt? Der Korn stinkt. Nee,
Den hat Wilhelm Pagels doch noch gebaut. Der singt nicht. Von Freitag bis Montag. Ja. Ich glaube, das kann ich genehmigen. Ich habe Sie noch nie mit so spontanen Urlaubswünschen überfallen. Und das hat sich so über Nacht ergeben. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, wenn es nicht geht, dann geht die Arbeit natürlich vor. Berechtigte Wünsche haben bei mir immer ein offenes Ohr gefunden, das wissen Sie ganz genau. Zumal ja der junge Dr. Frankfurter dadurch auch Gelegenheit bekommt, mal Ihren Arbeitsplatz kennenzulernen. Wie Sie meinen, dass... Sie meinen, dass dieser junge Mensch... Es war doch Ihr eigener Vorschlag, dass Ihnen, Zitat, mal einer vielleicht sogar im Spätdienst hilft, Zitat Ende. Ja, ja. Genau, genau. Würden Sie ihn denn in eine zweite Schicht nehmen? Ich meine, wenn er Sie von seiner Qualität überzeugt. Also was diese zweite Schicht angeht? Da begrüße ich Ihren Vorschlag sehr. Das ist eine blendende Idee. Mein Vorschlag? Ja, sicher. So, nun stehe ich zu Ihrer Verfügung. Alles erledigt. Alles. Jetzt muss die LPG mal ohne mich auskommen. Und? Freuen Sie sich auf Ihren Urlaub? Ja, immer. Mir fällt es nicht ganz leicht. Ne? Wir glauben doch, alles bricht zusammen, wenn wir mal den Rücken drehen. Ja, tja, so ist es. Sie haben doch noch etwas auf der Seele. Ich? Ja. Ja, können Sie mit dem Computer, in dem Sie unter anderem alle Rinder der Genossenschaft mit Ihren Einstallungen haben, auch eine Maul- und Klauenseuche-Situation simulieren? Dr. Baumann, jagen Sie mir keinen Schreck ein. Ich rühre keinen Fuß aus diesem Ort. Sie fragen doch nicht ohne Grund. Nein, keine unnötige Aufregung. Es gibt keinen Fall. Aber man sollte mal überprüfen, ob unsere Maßnahmepläne noch stimmen. Ich sehe, Sie werden sich mit dem Computer doch noch anfreunden. Sie machen mir Mut zu einer zweiten Frage. Seien Sie doch nicht so förmlich. Es gibt doch zwei Möglichkeiten, um an Ihren Urlaubsort zu gelangen, nicht wahr? Ich meine, mit der Eisenbahn oder mit dem Auto. Ja, und? Ja, ich meine, mit meinem Auto. Und die Frage? Ich mache zufällig auch ein paar Tage Urlaub. Ganz zufällig ganz in der Nähe. Ja, und ich finde, es wäre ganz schön, wenn wir die Frage der Maßnahmepläne während der Fahrt in meinem Lader... Wenn Sie mich damit einladen wollen, bei Ihnen mitzufahren, nehme ich gerne an. Ja? Es ist mir sehr angenehm. Oh, da bin ich aber froh. Ja, guten Tag. Ist das hier in Ordnung? Ja, ich weiß auch nicht. Er zieht nicht so richtig. Ja, vielleicht könntest du mal nachsehen, Oswald. Ich meine, du verstehst ja mehr von der Sache. Hast du einen Kerzenschlüssel? Natürlich habe ich einen Kerl. Aber die Damen könnten doch vielleicht einen Kaffee trinken gehen. Hier ist ein nettes, reizendes Restaurant in der Nähe. Wird ja nicht lange dauern. Und dann kommen wir nach. Ja, das ist eine gute Idee. Na, hoffentlich ist es nicht schlimm. Es kann natürlich auch am Vergaser liegen. Verschmutzung oder Nebenluft oder... Oswald. Ja? Ist alles in Ordnung, der Wagen läuft prima. Ich wollte bloß mit dir mal reden. Wie läuft die ganze Sache denn so? Hast du sie mit ihr schon verabredet? Vielleicht brauchst du sie gar nicht ins Hotel und wir können sie gleich ins Schiff nehmen. Wir haben uns ganz nett unterhalten. Ah. Ich glaube, wir sind uns auch schon ein bisschen näher gekommen. Aber verabredet haben wir uns nicht. Und sie über Nacht aufs Schiff zu bitten, kommt überhaupt nicht in Frage. Oswald. Nein. Lass mich nur machen. Ja. Du liebst mich. Also, wann? Ja,
Häppchen konnte immer noch zu sich gehen. Ja, du kannst auch deine Wohnung noch ein bisschen behalten. Nein. Du verstehst mich nicht. Und ich dachte, sie könnten mich nicht leiden. Ist doch Unsinn. Ich mag dich. Doch, ich mag sie sehr. Ich mag sie auch. Es tut mir leid, dass du warten musstest. War das sehr interessant. Es ist schön, dass du gekommen bist. Du möchtest wirklich nicht auf ein Segelboot? Wirklich nicht? Kannst du mit mir? Wieder unter den Lebenden? Oh. Jetzt nicht tun sollen. Na, was haben Sie denn getan? Ich habe Spiegel gesehen. Dass ich an meinem Geburtstag entsprechend älter werde, war mir klar, aber gleich so viel. Kokettieren Sie nicht mit Ihrem Alter, Doktor. Das hat damit gar nichts zu tun. Haarwurzelbeschwerden, die kommen ganz woanders her. Setzen Sie sich doch. Frühstück ist gleich soweit. Nein, lassen Sie mich ruhig noch ein Weilchen stehen. Wenn ich mich nämlich bewege... Sie sehen aus wie der junge Morgen. Wie machen Sie das? Tanzen, Doktor. Die ganze Nacht tanzen. Ja. Sie und Alexander, Sie haben ja die ganze Zeit mit Ole Peters und Herrn Laban gesessen. Das wird Sie wieder auf die Beine bringen. Na? Sie haben sich ja noch ganz tapfer gehalten. Aber Alexander... Ja, aber auf eine genaue Definition des Wörtchens Tapferkeit möchte ich doch lieber verzichten. Ach ja? Wirklich? Ja. Na ja, wenn auch das halbe Dorf anrückt. Ja, das halbe Dorf. Ja. Am Abwasch sieht man's. Naja, das ist bei uns so üblich. Ne? Alles eine große Familie. Mhm. Frau Passler kommt nachher rüber und hilft mir. So? Ja. Das haben Sie schon organisiert? Aber nein, das hat sie von sich aus angeboten. Sagen Sie mal, Viktoria, wollen Sie nicht doch noch umsatteln? Von der stomatologischen Schwester zur Veterinär? Was ist denn? Ja, ich bilde Sie in ganz kurzer Zeit aus. Ja? Was muss ich denn da hören, Oswald? Ja? Morgen, mein Schatz. Wieder mal ein untauglicher Abwerbungsversuch. Ja? Was soll denn das sein? Das sollen wir zu uns nehmen, sagt Victoria. Zu uns nehmen? Du sprichst ja heute so fein, Oswald. Ach ja, richtig. Bis seit heute Nacht bist du ja ein Jahr älter geworden. Also los. Wenn ihr das geschluckt habt, dann schmeckt das Frühstück umso besser. Ja? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Oh. Oh, Hilfe! Was ist denn da drin? Das ist so eine Art Cocktail. Mit der winzigen Prise Dynamit. Oh, aber ist ja nicht übel. Ist ja nicht übel. Also los jetzt. Rein ins Zimmer. Oh, da, ja, nein, Alter, warte mal, ja. Gib mal her, danke. So. Nein, aber los. Gerade ins Frühstück. Wie schlief es sich denn so, Mutterseelenallein, Häppchen? Gut. Naja, so allein war es ja nicht. Naja, schön und gut. Aber ist doch nett von Frau Passlack, Häppchen aufzunehmen, nicht wahr? Ja, hier hätte sie ja auch wohl kaum Ruhe gefunden. Willst du damit etwa zart andeuten, ich hätte geschnarcht? Geschnarcht?
Erst hast du sorgsam und mit Bedacht unter den einschlägigen Holzsorten gesucht. Und dann hast du dich für Hartholz entschieden. So, ja, deshalb tun mir auch heute alle Knochen weh. Ich habe seitdem kein Auge mehr zugetan. Ja, also wir haben es uns noch gemütlich gemacht. Ja? Und haben uns mal so richtig von Frau zu Frau unterhalten. Ah, über uns. Ich hätte so gern so ein Brötchen. Ja, bitte. Dankeschön. Du auch? Nein. Übrigens, Oswald, auf Olli Peters und Laban hast du ja einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Ja, freut mich. Naja, sie haben ja den Bus dann noch erreicht. Ja, ich habe sie ja selber reingesetzt. Natürlich, wir haben sie ja zusammen reingesetzt. Nicht wir. Ich habe sie reingesetzt. Ja, wieso war ich da nicht mehr dabei? Du warst schon längere Zeit nicht mehr dabei, wenn du es genau wissen musst. Ja? Ja, da muss ja ganz schön noch was los gewesen sein. Naja. Männer unter sich, hm? Wird er ja wohl verkauft haben. Der Ole, die Arkona. Was dröhnt, hey du? Sie ist wohl weg, die Arkona. So. Aber gut sah sie aus unter Segel. Hä? Unter die Segel? Nee, das gibt kein Nebel. Abwasch lohnt sich. Wir würden ja gerne behilflich sein. Na, streichen wir mal das gern. Aber das Angebot ist ernst gemeint. Wie finden Sie das? Ich würde sagen, das versuchen wir ein andermal, wenn wir mehr Zeit dazu haben. Außerdem ist hier gar kein Platz. Na, wir können hier doch nicht einfach rumstehen und zusehen, wie Sie arbeiten. Bewegung an der frischen Luft soll sehr gesund sein. Besonders nach so einer Feier. Schon überredet. Komm, Oswald. Die Damen wollen unter sich sein. Na, Steffi? Haben Sie sich nur durchgerungen, ein paar Tage Urlaub zu machen? Ich weiß noch nicht. Es ist die dümmste Zeit für eine LPG-Vorsitzende, jetzt Urlaub zu machen. Da würde mir Frau Paslack schon gefallen. Mir gefällt sie. Und was willst du jetzt von mir hören? Na, was denn wohl? Ob du es ernst meinst, natürlich. Du, Alter, ich wünsche dir von Herzen, dass du spät, aber doch nicht zu spät, unter die Haube kommst. Hm. Was nützt es mir, ob ich es ernst meine oder nicht? Na, siehst du, da kannst du von mir noch was lernen. Da musst du spontan handeln. Na, weißt du, das ist ein bisschen kitzelig. Bei deinen spontanen Aktionen, da kommt meist was Seltsames raus. Ja. Meinst du das so allgemein oder was Bestimmtes? Oh, stell dich doch nicht so unwissend an. Wir können es schriftlich machen, wenn du es verlangst, aber ich sage dir nochmal, es ist nicht nötig. Was ist denn das für ein dummes Gerede? Schriftlich machen, nicht nötig. Nur weil du gestern Nacht so halsstarrig warst. Ich höre dich noch. Oswald, morgen machen wir das schriftlich. Ganz exakt, mit Zins und Zinseszins. Was ist denn das für ein dummes Gerede? Ja, sag mal, erinnerst du dich wirklich nicht mehr daran, dass du dir heute Nacht von mir Geld geliehen hast? Eine gehörige Summe übrigens. Warum soll ich mir von dir Geld borgen? Ich habe ja selber welches. Nicht mehr. Und warum habe ich keines mehr? Du hast sie heute Nacht gekauft. Hm. Die Arkona. Hm. Ha, 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 ha.
Auf den Arm nehmen kann ich mich alleine. Freilich die Arkona gekauft. Sag mal, ist das dein Ernst? Ja. Oswald, ich muss ja was gestehen. Die sind heute aber früh ausgelaufen. Arne, kannst du sehen, ob da einer an Deck ist? Was will Coro? Siehst du einen an Deck? Chlor ist die Arkona weg. Da buben Licht sind doch. Und keine Seele an Bord. Wenn ich es dir sage, sie sind ausgelaufen. Schaffiet denn? Alex kann doch nicht segeln. Und die Einspritzpumpe für den Diesel liegt bei uns im Schuppen. Da, siehst du nur? Wie kommt denn die da hin? Vielleicht war es ein Fehler, sie an den Doktor zu verkaufen. Ich meine, ein Landei ist er. Ja, das ist er. Aber verkauft ist verkauft. Du willst sie doch nicht da draußen lassen? Und du sagst, der Doktor ist mit an Bord? Ja. Sehen Sie, Sie haben den Abend doch noch genossen. Sogar Beifall haben Sie beide bekommen. Tja, es war ein schöner Abend, ich geb's zu. Und es hat Spaß gemacht, wieder mal zu tanzen. Und Sie wollten nicht mitkommen. Ach. So, tja. Aber ich musste immer an Alexander denken. Den lassen Sie mal ruhig auf seiner Überraschung, wenn er nicht mal auf die Idee kommt, herzukommen. Machen wir uns eben alleine ein paar schöne Tage. Es fing doch ganz gut an. Und heute geht's an die Sonne und ins Wasser. Ach, Frau Paslak, es tut mir leid, wenn ich Sie allein lassen muss, aber ich muss mit Alexander sprechen. Wissen Sie, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Er hat doch die ganzen Jahre alle wichtigen Entscheidungen für sich und für seine Tochter allein getroffen. Jetzt, wenn er mit mir zusammen leben will, dann finde ich, dann, er muss mich als gleichberechtigten Partner akzeptieren. Und das möchte ich ihm sagen. Ja, natürlich. Machen Sie sich um mich keine Gedanken. Aber machen Sie sich auch keine zu großen Hoffnungen, dass das mit dem Verstehen bei Dr. Wittkugel schnell gehen wird. Sowas dauert und kann manchmal auch wehtun. Ja, ich weiß. Aber da müssen wir durch. Und grüßen Sie Dr. Baumann bitte nicht von mir. Aber lassen Sie ihn wissen, dass ich noch hier bin. Oh, Frau Passler, das mache ich gern. Thank you.
Didit! Da, Didit! Was ist denn los? Save our souls! SOS, wenn ihr das was sagt. Komm mal her. Was ist denn? Hä? Ach du grüne Leute. Im Lehrbuch steht aber, dass ich einen Seemannsknoten nicht von alleine lösen kann. Das kannst du mal der Redaktion schreiben. Die können es in der nächsten Ausgabe dann mit berücksichtigen. Er tut es nämlich doch. Ja, kannst du segeln? Ich weiß nicht. Ich hab's noch nie probiert. Ich kann's nicht. Wo ist denn hier der Motor? Motor? Das ist ein Segelboot. Naja, da hast du recht. Hier nix? Nein. Dann bekommen wir Besuch. Eben hat nämlich jemand Hallo gerufen. Ahoi heißt das. Aha. Ahoi. Ahoi, die Dame. Ahoi. Das gibt ja tatsächlich Nixen. Ahoi. Ja, Sie fahren Schlauchboot. Können Sie mir helfen? Ich habe ein Paddel verloren. Natürlich werden wir Ihnen helfen. Das selbstverständlich. Nehmen Sie bitte mal das Paddel. Danke. Oh ja, geben Sie mir mal die Leine. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Oh, ein Glück, dass Sie hier waren. Ja. Viola Vogt. Oh, ist ja sehr angenehm, ja. Ich bin Wittkugel, Alexander. Ja. Das ist mein Freund Oswald Baumann. Ja. Können wir Ihnen was anbieten? Ja, wenn Sie eine Brause hätten. Haben wir nicht. Nein. Wir können Ihnen höchstens einen anständigen Korn. Anständigen? Warum ankern Sie eigentlich hier? Ich meine, so weit draußen. Ja, wir... Ankern wir? Das tun wir ja auch nicht. Wir messen hier die Strömung. Ja? Na bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Ist aber schön, dass man mal erfährt, was wir hier machen. Ich dachte nämlich, du hättest die Übersicht ein bisschen verloren. Na. Willst du nicht endlich das Schlauchboot festmachen? Ja, natürlich. Ich bin hier nämlich der Kapitän. Bootsmann, Schlauchboot 8 dran festmachen. Na. Ei, Sir. Guten Tag. Hallo. Können Sie mir sagen, ob das da draußen die Arkona ist? Ja, das können wir. Ja, und die zwei Männer, die gestern da an Bord gegangen sind? Tja, an Bord ist jemand. Auch so ein großer Stattlicher? Was sagt die Lüttien? Wo die Krise Berliner ist? Die gehört doch da an Bord rum. Danke. Hörst du ihn auch schon? Ja, ich auch. Ein Pagels kommt gleich und nimmt ihn auf den Haken.
Na, gefällt's Ihnen? Ja. Ist sehr gemütlich. Ja. Ja, was ist denn? Mein Fuß. Kommen Sie vorsichtig raus. Wir helfen Ihnen. Sei doch vorsichtig, Oswald. Ja, vorsichtig. So, geht es? Geht es so? Welcher ist es denn? Aha, der rechte?